Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ihr versprochen, ich mache einen steilen Vlog, wenn ihr Bock drauf habt. Deswegen, ja, fangen wir jetzt mal an. Ich bin noch zu Hause, ich mache mich jetzt fertig. Dafür gibt es dann erstmal wieder einen TikTok, weil ihr offensichtlich nichts Besseres zu tun habt. Dann geht es auch schon los und ich treffe mich mit meinen Eltern, danach mit meinen besten Freundinnen. Aber ihr werdet dabei sein, daher. So, wir haben jetzt genug Zeug eingepackt und jetzt geht es. Sind wir los? Sind wir los, Schatz? Ja, ne? Ne, Monster? Wann willst du? Und ab. Weinig, Mädchen. Bist du lieb? Ja, ne? Sitz. Super! So, und weiter geht's. Eine Runde. Dieses Café ist unfassbar süß. Wie lieb dieses kleine Monster da sitzt. Wie lieb sie einfach da sitzt und einfach nichts tut. Sie bellt nicht, sie tut gar nichts. Sie sitzt einfach da und starrt mich an. Also mal Frühstück hier mit der Mama. Mama, freust du dich noch Stadion? Ja. Ich weiß ja nicht, wer hier besoffen war, aber irgendwer hat meinen Aldi-Kakao geändert. So, nachdem ich meinen Hund jetzt bei meiner Mom und meinem Papa abgeladen habe, werde ich mich jetzt auf den Weg machen nach Leverkusen, meine beste Freundin abholen, dann nach Langenfeld, meine andere Freundin abholen und dann fahren wir nach Langenfeld. Und ich habe vergessen, was wir da tun. Ja, keine Ahnung. Tja. Das da ist Pia. Und sie ist semi-begeistert gerade. Bisschen gestresst, aber sonst. Warum bist du gestresst? Ich bin nicht wirklich früh aufgestanden zu diesem scheiß Fakt-Testzentrum. Ist dir klar, dass ich alleine für mein Make-up heute schon eine Stunde gebraucht habe? Ja. Du stehst doch so früh auf. Belastend? Bist du auch dafür, dass wir Kaffee brauchen? Ja, gut. Wir brauchen Kaffee. Ja, das ist doch gut. Wir trinken jetzt erstmal noch Kaffee und dann, was machen wir dann? Einkaufen gehen. Was machen wir denn in der Stadt? Genau. Wir chillen jetzt gerade noch beim Talia. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir langweilig ist, ne, aber. Doch. Wie war's? Furchtbar. Furchtbar? Ich meine, das Essen war lecker, aber der Rest war halt der letzte Weltuntergang. Also, wir haben Getränke bestellt und, keine Ahnung, 45 Minuten mal gesessen, ohne dass irgendwer kam. Auf eine Stunde. Wir haben eine Stunde da gesessen. So eine Stunde, das geht einfach mal gar nicht. Dann haben wir endlich bestellt und haben Dank noch mal gewartet. Ich kann zu den anderen zwei nichts sagen. Die waren auf jeden Fall tiefer als uns. Ja, die haben auch zwischendurch mal geguckt, was die da machen. Also gefragt, ob man noch was haben möchte oder so. Ja. Ich habe übrigens nachgeguckt. Unsere war die mittleren zwei Reihen, ja, die da konstant gewartet haben. War einfach gar nichts. Das ist, ja. Schweige denn der Abrechnung. Katastrophe. Nicht empfehlenswert. Jo Leute, ich bin jetzt wieder zurück in Leverkusen, habe meine Mädels jetzt schon mal abgesetzt und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Bay Arena. Ich war gerade noch in der Rathausgalerie und habe mir eine neue Stadiontasche gekauft, denn ich habe meine vergessen. Und ja, das Schöne an Leverkusen in der Bay Arena ist halt, man kann im Zentrum parken und zur Arena laufen. Das ist irgendwie 10 Minuten. Und ja, deswegen, ich habe alles in meiner Tasche. Dann machen wir uns mal auf den Weg ins Stadion. Wir sind jetzt im Stadtpark und gehen Richtung Bay Arena. Ja, es ist schön hier. Ich gehe hier ganz gerne lang. So störe ich keinen mit meiner Kamera. Also vielleicht mich selbst, aber das ist normal. Ich drehe euch mal um. Dann seht ihr, wo ich hier lang latsche. Es ist halt ruhig. Schön, ruhig. Ich mag's hier. Ich mag's hier. Jetzt kommen wir zu Dünn. Das ist dieser wunderbare kleine Fluss hier unten. Und machen uns jetzt auf diesen Weg
Machen wir uns in diese Richtung auf den Weg zum Stadion, das man übrigens von hier aus noch nicht sehen kann, denn da ist Wald. So, langsam kommen wir tatsächlich dem Stadion etwas näher. Man sieht da schon ein bisschen was. Das ist halt immer noch der Stadionpark. Die Arena sieht man da schon ein bisschen. Wir laufen jetzt noch dahin und dann warten wir auf meine Mom. Ja, jeden, der die Arena noch nicht von hinten gesehen hat, so sieht's aus. Das ist unser Trainingsplatz. So, Bändchen ist erledigt. Dann suchen wir mal meine Mutter. Ich meine, irgendwo wird sie schon sein. Das heilige Bändchen, ob das jeder scheißt. Da gehen wir auch drüber. Es ist so schön, dass es wieder alles schwarz-rot ist hier. Ich habe meine Mama gefunden. Mama! Trikot! Hallo! Hallo! Wo gibt's das Bändchen jetzt? Bei einer von diesen netten Menschen mit den Bändchen. Was habt ihr gegessen? Hamburger oder so? Nee, das war Garnelen. Ah, irgendwo waren Hamburger. Deswegen. Ja, Pia hat Hamburger gegessen. Ja. Zeit? Weiß ich nicht. Ich wurde eingeladen. Wow. Und wieder über die Kette, die keiner beachtet. Die hat bestimmt irgendeinen Sinn, aber ich weiß nicht welchen. Ja, war cool. Ich muss erstmal hier Bayer Arena filmen, sonst. Doch klar darf ich die Bayer Arena filmen. Ich darf hier absolut alles filmen. Ich darf nur drin nicht unbedingt alles filmen. Wir kämpfen. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siedelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte mit. So, wir sind jetzt drin. Und naja. Es ist. Ja. Voll ist anders. Es ist komisch mit nur halb. Toll. Es ist komisch. Du, es stört mich gerade, dass es das Krankenwagen gehen. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Es ist, ja. Mama, ich habe immer noch Angst vor dem Vieh. Mama, ich habe immer noch Angst vor dem Vieh.
an die NDR12, ein Riesenbeweis. Unser Verein Bayern München ist ein Traditionsverein. Ja, Traditionsverein, genau. Es ist Halbzeit, es steht 2-0 für uns. Und Radetzky hat es geschafft, den Elfmeter zu halten. Und bin ich darüber glücklich? Ja! Jetzt noch ein Tor für uns und ein zu Gladbach und mein Tipp stimmt. Das würde ich feiern. Oh, was hat man lange nicht gesehen? So schön, so schön. Oh, oh, oh. So, wir sind jetzt aus dem Stadion zurück, also ich, der Hund nicht. Müssen uns ein bisschen beeilen, denn um 22 Uhr geht das Barca-Spiel los und dafür müssen wir zu Hause sein. Komm. Wie ihr seht, Trikot wurde schon gewechselt, denn gleich spielt auch noch Barca. Dafür gehe ich jetzt gleich noch auf TikTok live und ja, Stimmen zum Spiel. Gladbach, was war los? Naja, wir sehen uns gleich. Oder haben uns vermutlich gesehen, denn dieses Video werde ich morgen hochladen. Auf TikTok im Livestream zu Barca. Ah, hoffentlich noch ein Sieg. So Leute, das Barca-Spiel ist jetzt auch vorbei. Wir haben ein 1-1 geschafft. Es war ein durchwachsenes Spiel. Schaut es euch einfach an, dann wisst ihr, was ich meine. Der Tag ist vorbei. Und ich danke euch, wenn ihr euch meinen ersten Stadion-Vlog angeschaut habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Also, der nächste Vlog kommt auch schon nächste Woche, denn da bin ich beim dritte Liga, der BVB 2 gegen den MSV Duisburg. Mit ein paar Freunden von TikTok auf jeden Fall. Da wird es dann auch wieder einen Stadion-Vlog geben, den ich dann am Samstag wieder hochlade. Es kommen jetzt so oder so regelmäßig Videos auch hier auf YouTube. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet. Ich freue mich darauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch oder Tag oder whatever. Und wir sehen uns dann.